Viele glauben ja, Landtechnik ist Technik von gestern. Viele denken dann noch an Pferde und an Holzpflüge und an alles Mögliche. Aber Landtechnik ist Hightech. Landtechnik spielt sich weltweit ab. Wir sind heute überall unterwegs, auf allen Kontinenten, unter unterschiedlichsten Bedingungen, Tag und Nacht im Einsatz. Und dafür müssen wir entwickeln, dafür müssen wir produzieren. Das heißt, wir brauchen höchste Qualität, wir müssen höchsten Anforderungen genügen. Und das spornt uns an, jeden Tag aufs Neue. Wir sind mittendrin bei Horsch Live, bei unserer digitalen Veranstaltung, und wir werden jetzt in den Themenbereich Pflanzenbau einsteigen. Vielleicht vorher noch der Hinweis für Fragen, bitte das rege im Chat stellen. Wir haben am Schluss des Vortrags immer die Möglichkeit, hier live auf der Bühne zu diskutieren und eure Fragen noch ein bisschen intensiver zu beleuchten. Ja, wir wollen uns mit dem Raps beschäftigen, eine Frucht, die in vielen Betrieben in der Fruchtfolge das Geld bringt oder auch bringen muss. Wenn wir uns das letzte Jahr so ein bisschen anschauen, haben wir natürlich über das Jahr hinweg teilweise Probleme in der Entwicklung gesehen, teilweise natürlich auch große Themen mit Insekten zum Beispiel, und am Schluss auch in vielen Regionen gesehen, dass die Erträge eher, ich will mal sagen, unterdurchschnittlich und in manchen Regionen vielleicht auch enttäuscht waren. Es ist natürlich die Frage, wie sieht es aktuell für die Ernte 22 aus, beziehungsweise wir haben natürlich im Frühjahr raus auch noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können. Was können wir denn tun, um gute Erträge, im Idealfall optimale Erträge, ins Feld zu stellen? Für genau diese Fragestellungen haben wir uns Ferenc Kornisch eingeladen. Ferenc, herzlich willkommen hier im Studio. Danke sehr. Ja, Ferenc, du bist aufgewachsen auf einem Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb in Ungarn, bist seit 2013 Berater bei der NU Agrar und seit diesem Jahr auch Geschäftsführer dort und beschäftigst dich im Schwerpunkt eben auch mit dem Raps, mit der Kultur, die wir jetzt intensiv beleuchten wollen. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag und natürlich auf eine interessante Diskussion im Anschluss. Danke sehr. Ja, es ist tatsächlich Sorgenkind, haben wir es auch schon mal genannt, den Raps, und es ist eigentlich die Cashfrucht, lange Zeit auch im Ausland, im osteuropäischen Raum, ist es eigentlich die Kultur, auf die wir immer am meisten gesetzt haben. Und dann tut es natürlich sehr weh, wenn wir ja solche Jahre haben, wo das dann überhaupt nicht klappt. Und dieses Jahr war auch ein Jahr, wo, sag mal, auf Gesamtdeutschland betrachtet, vielleicht nicht so eine katastrophale Ernte war, aber trotzdem bei ein, zwei Regionen und dann auch bei schlagspezifisch gab es Probleme, wo wir ja katastrophale Ernten hatten, wo wir dann nur noch 2-3 Tonnen oder unter 3 Tonnen geerntet haben. Und Michael hatte schon angesprochen, dass Wetter, Schädlinge, das sind tatsächlich zwei Faktoren, die uns dieses Jahr auch zu schaffen gemacht haben. Und auf das möchte ich auch darauf eingehen, um ein bisschen zu analysieren, was war jetzt eigentlich der Grund dafür, dass 2021 da nicht so gut gedroschen hat, wie wir uns das eigentlich noch Ende Mai, Anfang Juni erhofft haben. Und was können wir eigentlich daraus lernen und für die Zukunft oder für das nächste Frühjahr dann auch besser zu machen. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, wie die Erträge der letzten Jahre waren, dann sehen wir, dass im Endeffekt, wir hatten immer wieder mal so Knackpunkte, wo die Erträge richtig eingerissen sind. Und das ist einmal 2003, da war die Kombination einmal mit der Nässe und dann in die Trockenheit. Aber wir hatten dann auch mal 2007, wo es dann ja auch dann die Hitze und die Trockenheit uns zu schaffen gemacht hat. Und dann 2011 Nässe, danach auch Spätfröste, und 2018, das ist noch für alle sehr frisch im Kopf, das war dann halt auch das kritische Jahr mit der Trockenheit und der Hitze. Und da sehen wir, ja, wir hatten mal super Erträge 2014, wir hatten dann 2020 auch nicht so schlechte Erträge, aber
dann dieses heurige Jahr ist dann irgendwo nochmal um 5-6% runtergefallen und wir waren dann im gesamtdeutschen Schnitt irgendwo bei den 34 Doppel. Und da, wenn wir jetzt uns anschauen, was war denn dieses Jahr außergewöhnlich, gefühlt waren wir 2 Wochen später dran im Frühjahr und wir hatten mit Frost zu tun, wir hatten dann auch Regen, wir hatten mal kurz richtige Hitze und all das hat dann scheinbar unseren Raps irgendwie nicht ganz gefallen. Wenn wir das jetzt auf der Bundesebene dann anschauen und dann die einzelnen Bundesländer uns auch anschauen, wie dort die Erträge waren, dann sehen wir eigentlich, dass die wichtigen Rapsanbauregionen, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir etwa 200 bis 250.000 Hektar Raps anbauen, dass halt in diesem Jahr dort der Ertrag irgendwo um 4 Doppel runtergefallen ist, das heißt um 10%. Schleswig-Holstein, die Zeiten, die sind irgendwie vorüber, wo sie mit 5 bis 5,5 Tonnen Raps dann ernten. Und wir sehen dann in anderen Ländern, wo vielleicht die Intensität vom Raps nicht so hoch ist, da sind dann diese Ertragsunterschiede zwischen den Jahren sind dann nicht so stark, aber auch da sieht man jetzt ja den 2018er Einbruch im Vergleich dann 2019, 2020, dass er vielleicht nicht so stark war. Und natürlich, das hängt dann auch damit zusammen, dass wir in diesen Ländern dann auch den Raps vielleicht von der Fruchtfolge her nicht so überreizt haben. Und dann schauen wir uns mal an, was beeinflusst jetzt eigentlich den Ertrag vom Raps. Also es ist auf der einen Seite wichtig, die Bestandesdichte. Von der Bestandesdichte her, der Raps kann, wenn er aufgelaufen ist und wir irgendwo unsere 20 bis 40 Pflanzen im Schnitt haben, wenn er, sagen wir am Anfang, wenig Pflanzen hat, kann er auf jeden Fall noch viel kompensieren. Dieses Kompensationsvermögen ist einmal dann über die Korndichte und über das 1000-Korn-Gewicht. Und so das größte Merkmal liegt an der Korndichte. Diese schwankt irgendwo zwischen den 75.000 und den 110.000 Körner pro Quadratmeter. Und das dann vom TKG 4 bis 6 Gramm. Und wenn wir jetzt sagen, Schleswig-Holstein, haben wir eine schöne, gleichmäßige Abreife oder generell in den Küstenregionen, da schaffen wir auch mal das hohe TKG mit 6 Gramm. Und irgendwo mit den 100.000 Körnern müssten noch da 6 Tonnen rauskommen. Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Einmal haben wir dort den Faktor vom Wetter, der uns dann immer in die Quere kommt. Dann haben wir die Schädlinge, die Krankheiten und dann haben wir auch noch die einzelnen Nährstoffmangelsituationen. Und wenn wir uns mal anschauen, das Wetter beeinflusst definitiv TKG-Korndichte, da vielleicht das TKG klassische Situation, am Ende kommt eine Hitze mit 35 Grad, hatten wir dieses Jahr auch und plötzlich macht der Raps zu und wir kriegen dann nur noch kleine Körner. Ähnliche Situation mit der Nässe. Wenn wir Nässe haben, haben wir einfach eine schlechtere Wurzel, denn die Wurzel fängt an, die Feinwurzeln fangen an abzusterben. Und das hat dann auch eine Auswirkung auf sowohl das TKG als auch auf die allgemeine Korndichte. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel Kälte, Frost, Licht. Licht finde ich auch, wird häufig unterschätzt. Wenn wir, das ist sowohl beim Weizen als auch bei dem Raps, wenn wir dann zur Blüte wenig Licht haben, dann fehlen uns am Ende auch beispielsweise Pollen und dann haben wir eine schlechte Befruchtung. Und da denken wir auf der einen Seite, wir haben ausreichend Regen, mein Bestand ist richtig schön, aber irgendwo passt dann der Ertrag doch nicht und das ist dann auf das zurückzuführen. Dann bei den Schädlingen, die Korndichte wird klassischerweise durch einen Schädling, der den Raps von innen kaputt macht, das heißt die Rüsslerlarven, die dann im Raps dann von innen das Gewebe auffressen,
Die beeinflussen dann allgemein die Nährstoff- und die Wasserversorgung und das mindert dann unsere Korndichte. Erdfloh ist so der Klassiker für Reduzierung von Bestandesdichte, dass uns einfach Pflanzen wegfallen, genauso auch die Kolonie. Und sagen wir auch noch eine wichtige Krankheit ist Sklerotine, da könnte ich auch noch Verticillium hinzufügen, denn diese Krankheiten schwächen dann auch den Raps, wodurch dann TKG, aber dann auch gewissermaßen die Korndichte dann leidet. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Nährstoffsituation. Die Nährstoffe, was müssen wir da herausheben? Einmal Stickstoff, Phosphor und dann gibt es halt noch ein paar klitzekleine Spurenelemente. Und ich finde jetzt, so die letzten Jahre hat sich dann einfach aufgebaut, die Stickstoffthematik. Dieses Jahr auch noch mit den sehr hohen Stickstoffpreisen macht man sich da mehr Gedanken. Düngt man jetzt zum Raps, wie viel dürfen wir überhaupt noch düngen? Aber Fakt ist, wenn der Raps hungert und vor allem, wenn er schon im Herbst hungert, dann verschießen wir uns schon einen gewissen Ertrag. Denn dann leidet er einfach in der Knospenbildung. Ein, zwei Bilder. Ja, wie kann denn eigentlich so ein Raps ausschauen, der einen Frost erwischt hat? So in diesem frühen Stadium in EC 57 beispielsweise sieht man, dass dann der Raps so Kurven gemacht hat. Also er ist dann, fängt dann an, sich so die Köpfe zu hängen. Und auf der anderen Seite kriegt er dann auch, wenn es ein stärkerer Frost ist, einen Riss im Stängel. Und dann die weitere Stufe ist, dass effektiv der Frost so stark war. Das heißt, wenn wir in der Knospenstadium irgendwo die minus 5 Grad haben, dann sieht man das in den zweiten Bild von links, dass die unteren, das sind eigentlich die älteren Knospen, dass die dann von dem Frost auch kaputt gegangen sind und wegfallen. Und ganz klassisch, wenn wir mal so einen Nachtfrost hatten, dass dann so auf Etagen uns die Schoten fehlen. Und das sieht man dann auf den zwei rechten Bildern, dass dann die Knospen zwar angelegt worden sind, das heißt, es hat eine Befruchtung stattgefunden, aber dann sind sie plötzlich gelb geworden und dann fehlt uns so eine komplette Etage. Und das sieht man dann auch bei dem letzten Bild, dann zu einem späteren Stadium, dass uns so eine Etage fehlt. Das ist klassisch so auf einen Frost zurückzuführen. Und auch hier müssen wir uns so ein bisschen Gedanken machen, was heißt denn überhaupt Frost? Ist Frost, wenn wir den Wetterbericht anschauen, okay, morgen geht es auf minus 5 Grad runter, ist eine Sache. Die Frage ist, wie lange wirkt dieser Frost? Das heißt, wenn wir wenn der Frost schon abends anfängt und dann wir schon in den Abendstunden bereits auf minus 3, minus 4 Grad runterfallen und das dann über die ganzen Morgenstunden auch anhält, dann ist natürlich die Gefahr deutlich größer, als wenn wir dann vielleicht morgens um 5 Uhr dann einmal diesen Peaks nach unten mit dem minus 5 Grad erwischt haben. Das kann ein Raps gut einstecken. Und das hatten wir eben häufiger schon mal. Und da ist halt nicht alleine nur der Frost, der ein Problem verursacht, sondern allgemein auch kühle Temperaturen. Wenn der Raps dann in diesem Knospenstadium oder irgendwo 10 Tage beispielsweise vor der Blüte, da findet die Pollenmeiose zum Beispiel statt. Da bilden sich dann die Pollen und wenn wir in dieser Phase Temperaturen unter 3 Grad haben, dann ist diese Pollenbildung deutlich geschwächt und es bilden sich dann weniger. Das hat dann zur Folge, erstens, der Raps blüht und irgendwie, es fehlt was. Und dieses Etwas ist, dass der Raps dann auch so richtig schön nach Raps riecht. Und das ist dann auf das zurückzuführen, dass eben die Menge an Pollen fehlt. Und wenn der Raps nicht riecht und wir sozusagen dann oder dementsprechend keine Pollen haben und nicht ausreichend und der Raps, der überwiegend dann über den Wind dann auch befruchtet wird, haben wir dann das Problem, dass eben die einzelne Befruchtung von den Schoten nicht gut ist und wir dann zum Beispiel nicht viele Körner oder weniger Körner pro Schote dann haben. Also das ist schon mal ein Punkt, wo die Temperaturen unsere Korndichte dann schon mal reduzieren. Und allgemein, wenn man das jetzt auch noch weiterschaut, es ist sowohl in der Befruchtung, in der Kornbildung, diese niedrigen Temperaturen sind ein Problem.
am Ende, auch wenn wir niedrige Temperaturen und auch noch Lichtmangel haben, auch noch in der Reifephase, leidet unser Ölgehalt darunter und auch unser TKG. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und in dieser Phase schaut der Raps ja noch wunderschön grün aus. Und der Landwirt denkt einfach, Wahnsinn, das ist so ein schöner grüner Bestand, der wird sicherlich seine 5 Tonnen geben. Aber wir haben es halt gesehen, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und das ist jetzt die Situation. Im linken Bild sieht man so ein, zwei Schoten, die vielleicht so ein bisschen deformiert ausschauen. Und auf der rechten Seite, ich selber hatte leider nicht so ein schönes Bild. Da habe ich dann die Frau Dr. Ute Kropf dann gebeten und sie konnte mir ein richtig schönes Bild dazu zeigen. Und da sieht man schön, dass die durchleuchtete Schote nicht vollständig bekörnt ist. Und das ist jetzt die Situation, wo wir davor in der Befruchtung Probleme hatten. Das heißt, der Landwirt sieht auf der einen Seite, ja, ich habe Hülsen dran, die Hülsenzahl passt. Da bin ich weit über 200 pro Pflanze, also das ist doch super. Dann im späteren Verlauf sieht er, dass, oder wenn er richtig hinschaut, dass eben die Körner nicht da sind, nicht vollständig bekörnt sind, die Schoten. Und dann am Ende spürt er es im Drescher. Und das ist dann so eine Situation. Was war jetzt eigentlich 2021 oder in der Saison? Wir hatten im Herbst gute Bedingungen bei der Aussaat, hatten dann auch sogar im ostdeutschen Bereich ist der Raps aufgelaufen. Oktober war feucht nass, speziell im Süden. Teilweise zu nass, aber trotz alledem, wir hatten in der Mehrheit der Regionen hatten wir gute Wurzeln. Und das war dann auch durch den milden November, hat dann das Wurzelwachstum weiterhin profitiert davon. Und dann war halt das Problem, dass der Dezember war weiterhin mild und der Raps ist einfach noch weiter gewachsen. Vorteil für die Spätsaaten, dann so ein gewissermaßen Nachteil für die Frühsaaten, denn ja, wenn der Raps weiter wächst, dann braucht er auch Nährstoffe. Das heißt, dort, wo wir vielleicht vom Stickstoff her knapp waren, ist dann der Stickstoff schon ausgegangen. Der Raps hat dann angefangen, lila zu werden. Und da, wenn der Raps anfängt, lila zu werden, speziell ab dem Achtblattstadium, dann wissen wir, er hungert. Und dann ist unsere Knospenanlage wird langsamer und wir verlieren Knospen zu diesem frühen Stadium schon. Das heißt, wenn wir uns jetzt das mal nochmal anschauen, wir hatten also gutes Wachstum und dann schauen wir uns mal das Frühjahr an. Im Frühjahr hatten wir dann im Februar hatten wir einmal die sehr niedrigen Temperaturen und danach hatten wir dann den Peaks nach oben, 20 Grad Ende Februar. Aber dann wieder im März war erneut Vegetationsruhe. Und da haben wir unseren ganzen Vorteil, den wir im Wachstum sozusagen im Herbst gewonnen haben, haben wir da wieder verloren. Und dann geht es weiter im April. Können wir allgemein sagen, der April war 3 Grad kälter als im Schnitt der Jahre. Okay, hat vielleicht einen Vorteil gehabt, dass wir dann dass der Raps dann noch weiter wachsen konnte. Aber wir können sehen, im Norden war es eher trocken, in der Mitte war es zu nass. Unsere Wurzeln wurden abgebaut und im Süden war es dann, sagen wir mal, auch eher trocken. In der zweiten Hälfte kam dann der Regen. Und wenn wir das jetzt mal weiterschauen, im Mai sehen wir auch wieder, der Mai war etwa 2 bis 3 Grad kälter als sonst. Also schon 2 Monate. Das war dann in Kombination mit dem März und der kühlere April und der kühlere Mai haben wir dann diese 2 Wochen Vegetationszeit verloren und wir hingen irgendwie nach. Aber der Raps ist ja gedrungen, der wurde gedrungen von der Tageslänge, der wollte wachsen. Und wenn wir dann anschauen, im Mai war es dann im Westen und im Süden, war es dann von der Strahlung her auch kritisch. Dann hatten wir auch Regionen, wo es wirklich zu nass war. Und dann war noch so eine Region im Osten, da war es anfangs noch trocken. Das war vielleicht noch sogar ein Vorteil. Aber allgemein dort, wo wir Nässe und Kälte hatten, hat unsere Korndichte gelitten. Und was wir auch sehen, dass das TKG durch die Nässe dann auch gelitten hat. Juni, und das war vielleicht dann eine Sache der Juli, was, sagen wir, besonders war. Allgemein im Schnitt war er normal,
Aber wir hatten zwei Termine. Das war einmal der 14.06., sehr kühl. Und dann hatten wir den 18.06., wo es plötzlich dann auf 34 Grad hochgegangen ist. Und 34 Grad war auf 2 Meter Höhe gemessen. Da war teilweise dann in Bodennähe, hatten wir dann noch heißere Temperaturen. Und diese Kombination, ein paar Tage davor noch richtig schön kalt und danach richtig heiß, hat dazu geführt, dass unser TKG dann ganz schlecht geworden ist. Denn die Bestände waren bis dahin richtig schön grün und fett. Und plötzlich kommt dann diese Hitze und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das war in den Gersten, hat es man noch schöner gesehen. Die Gersten wurden von heute auf morgen, wurden die dann gelb. Und plötzlich waren wir dann uns nicht mehr sicher, dass wir eine Rekordernte haben. Und dasselbe ist halt auch im Raps passiert. Also das war dann so eine Kombination, die uns richtig wehgetan hat. Und dann schauen wir uns das mal an, wie der Raps eigentlich von der Entwicklung dann, ja, was er dann überhaupt ansetzt. Wir sehen in der Anfangsphase, da ist die Blattbildungsphase. Das heißt, irgendwo bis zum Vierblattstadium bildet der Raps einfach nur seine Blätter. Und dann irgendwo ab dem Vierblatt oder mehr im Sechsblattstadium bis zum Zwölfblattstadium, da bildet unser Raps schon die ersten Knospen. Und eigentlich mit dem Zwölfblattstadium ist die Knospenanlage oder die Knospendifferenzierung von unserem Haupttrieb abgeschlossen. Sprich, wenn dann unser Raps über das Zwölfblattstadium wächst, dann passiert eins, der Raps möchte schon nach oben gehen. Dagegen können wir gut wirken mit unseren Wachstumsreglern. Und er fängt dann halt auch an, wenn er dann hungert, dass er dann die Nährstoffe aus den älteren Blättern dann in die jüngeren Blättern rüber transportiert. Und das ist jetzt auch ein Nachteil, wenn er dann anfängt, aus den älteren Blättern oder aus den unteren Knospen auch in die jüngeren Knospen zu umlagern, denn dann hungern diese Knospen. Und dann haben wir einfach den Nachteil, dass wir hier in der Knospendifferenzierung schon weniger Knospen haben fürs Frühjahr. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht sehen. Wir sehen nur fetter Rapsbestand, aber wir sehen nicht, was da passiert. Und das wird häufig unterschätzt, wenn wir so einen milden Winter haben, wo der Raps auch einfach durchwächst und weit über das Zwölfblattstadium hinauswächst oder schon ab dem Achtblattstadium so anfängt, ein bisschen zu hungern, dass dann unsere Knospendifferenzierung darunter leidet und am Ende einfach unsere Knospenzahl. Und das sind dann teilweise auch Knospen, die angelegt sind, die ein bisschen, sagen wir schon, Nährstoffe umgelagert worden sind. Sie sind noch da, werden im Frühjahr gebildet, aber sind im Frühjahr dann deutlich empfindlicher, wenn dann ein Frost kommt oder irgendwo eine andere negative Einfluss. Und da können wir schon mal sagen, hier, das ist ein Faktor, können wir selber nicht so viel machen. Wir können mit den Saatterminen ein bisschen rumspielen, aber ja, gegen die milden Winter können wir jetzt nicht viel machen. Da können wir, im Endeffekt, wir wissen nicht, ob wir mal doch noch einen strengen Winter bekommen. Und dann ist halt in der Frühjahrsphase ist dann die Reduktion von Knospen, von Trieben, von Schoten und danach ab der Blüte geht es dann Richtung Kornfüllphase. Und das wäre, sagen wir mal, wenn man jetzt von der zeitlichen Schiene anschaut, unten Herbst, Frühjahr und Sommer, das wäre so das Ideale. Und wenn wir jetzt in diesem Jahr anschauen, was hatten wir? Hier in diesem Schossbereich hatten wir schon unseren Frost wieder. In den Knospenstadien hatten wir auch Nachtfröste. Wir hatten dann auch wieder Nachtfröste in der Blüte in Kombination mit allgemein kühleren Temperaturen. Dann hatten wir in der Blüte, die sich sehr verzögert hat. Teilweise hatten wir 5 oder 6 Wochen lang eine Blüte im Raps. Hatten wir auch noch unsere Regenphase und das führte dann auch zu Befall von Sklerotinia, was uns dann zusätzlich noch einen Schaden verursacht hat. Und dann zu guter Letzt hatten wir noch hier diese Kombination in der Kornfüllphase von der Kälte und dann danach plötzlich wieder die Hitze. Die Hitze war vielleicht nur ganz kurz, aber es hat ausgereicht, um einfach zu sagen, so und jetzt ist hier Schluss. Und wenn wir jetzt so einen Herbst haben oder einen Winter, der auch extrem lange ist und wir ein Wachstum haben und im Endeffekt der Raps auch schon anfängt zu schossen,
dann verlieren wir einfach im Frühjahr Zeit für die weitere Entwicklung. Dann drängt sich das Ganze zusammen. Der Raps möchte im Endeffekt schon im Februar nach oben, weil er es nicht mehr aushalten kann, weil er im Endeffekt schon physiologisch so weit ist. Dann kommen halt in einem früheren Stadium, wo er dann sensibler ist, kommen schon diese Nachtfröste, die ihn dann wehtun. Und das ist dann auch so dieses Bild dazu. Wenn wir einen Raps haben, der schon im Herbst anfängt, so lila zu werden, dann kann es gut sein, dass er bis im Januar oder Februar diese unteren Blätter auch schon abwirft, weil er halt dann umgelagert hat. Und diese Knospen, die dann dort unten sind, die sind entweder geschwächt oder sind ganz weg. Und das müssen wir eigentlich verhindern. Wir können nicht mehr unseren Stickstoff hinballern. Da sind wir limitiert. Und das ist jetzt das Beispiel für den Raps, wenn er gedrungen ist. Er will nach oben und das ist ein Bild vom Februar. Hier, Knospenredaktion ist schon im Gange. Der Raps ist oder wird im Endeffekt dann schon vom Langtag gepusht. Und er fällt dann einfach in diese sensiblen Phasen im März, im April, dann mit einer generativen Phase hinein, wo er deutlich sensibler gegenüber diese Kälte und den Frost ist. Und das Problem ist wiederum, am Ende kann der Raps das nicht mehr so gut kompensieren über das TKG. Einmal, es kommt vielleicht die Hitze oder was wir dann auch haben, dass wir durch Verticillium oder Kolonie einfach geschwächt sind. Das heißt, er schafft nicht mehr diese schöne Abreife. Und was dann auch außergewöhnlich war, war die Situation mit den Erdfloh. Wir hatten dann Erdfloh schon massivst, wo die Blätter befallen waren, aber es ist nicht nur der Blattfraß, sondern effektiv die Larven, die dann abgelegt worden sind, in die Blattstiele und dann in die Stängel hineingewachsen sind. Und wir hatten vielerorts solche Rapsbestände, die dann am Ende auch nur ihre 2,5 Tonnen gebracht haben, weil eben im Frühjahr der Raps-Erdfloh da drinnen war. Und das ist natürlich ein Problem, das können wir jetzt nicht mehr lösen. Für dieses Jahr ist es eigentlich durch, da müssen wir eher für das nächste Jahr dann schauen, dass wir da dranbleiben. Aber wir müssen einfach für das Frühjahr schauen, dass wir die weiteren Reduktionen verhindern, dass wir die Krankheiten noch verhindern, dass wir die Schädlinge, die noch zufliegen können, dass wir die rechtzeitig bekämpfen und auch schauen, dass unsere Nährstoffversorgung auch gesichert ist. Und so ein Bild ist einfach dann ein absolutes No-Go. Wenn ich eine lange Blüte habe, dann kann noch Sklerotinia befallen. Das heißt, wenn ich so eine langanhaltende Blüte habe, eine verzögerte Blüte, dann muss eben zweimal gegen Sklerotinia gefahren werden. Dann muss einmal im frühen Stadium und dann auch nicht mitten in der Blüte, sondern vielleicht eher schon in den abblühenden Bestand muss dann gefahren werden, damit wir halt so ein Bild auch verhindern können. Und bei den Rüsslern ist einfach wichtig zu wissen, dass wir die Rüssler, wenn ich, und das ist eine Situation aus dem Februar diesen Jahres, wenn ich am 23. Februar eine Gelbschale habe, die richtig voll ist, eine Woche davor noch minus 15 Grad, eine Woche danach war dann diese 20 Grad und die Gelbschale war voll. Es ist zwar mit den Kohltriebrüsslern voll gewesen, ein, zwei Stängelrüssler waren auch drin, aber wenn ich da nicht reagiere, dann ist einfach mein Raps ist befallen und dann wird einfach die Eiablage wird stattfinden und unser Rapsstängel ist dann voll mit den Larven. Das können wir uns nicht leisten. Wir sehen auch auf der rechten Seite, vielleicht dann, wenn die Pflanze jetzt durch den Kohltriebrüssler nicht dann so stark beschädigt worden ist, ist trotzdem die Leistung des Haupttriebes ist geschwächt. Und der Haupttrieb macht im Endeffekt vom Raps etwa 20-25% der Schoten aus. Und da ist natürlich durch so eine Situation schon mal einiges an Ertrag weg. Das heißt, wenn ich so eine Gelbschale habe, die voll ist, muss ich auch wirklich in den nächsten 2-3 Tagen fahren, denn der Rüssler legt seine Eier ab, der Stängelrüssler hat etwa seinen Reifefraß von 2-3 Tagen und der Kohltriebrüssler lässt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber wenn ich so einen massiven Befall habe, kann es durchaus sein, dass da 1-2 dabei sind, die da schon frühreif sind und ihre Eier schon ablegen.
Okay, das heißt, wichtig ist, dass wir unsere Gelbschalen auch an der richtigen Stelle hinstellen. Weil häufig sehe ich dann, die Gelbschale ist dort, wo es am gemütlichsten ist, neben dem Weg. Muss ich einfach nur aussteigen, einmal auffüllen, kann ich auch kontrollieren, kurzer Weg, passt. Nein, ich muss schauen, wenn ich den Kohltriebrüssler bekämpfen möchte, da muss die Gelbschale am Feldrand sein. So zu den Hecken oder zum Waldrand. Und wenn es um den Stängelrüssler geht, am besten zu den benachbarten Rapsflächen, dass ich dort in die Nähe diese Gelbschale aufstelle und schaue, dass möglichst früh dann sozusagen diesen Zuflug auch beobachten kann. Es nützt mir nichts, wenn ich das in meinem Schlag irgendwo mittendrin habe, dann sind sie schon längst am Rand drinnen und ich bemerke es erst eine Woche später und denke mir dann, Mensch, das kann doch nicht sein, in der Gelbschale war doch noch gar nichts los und trotzdem habe ich schon den Schaden. Das kommt eben von der schlechten Platzierung der Gelbschale. Und das ist dann so eine Sache. Die Mythen bei den Rüsselbekämpfungen. Es wird ja wieder kalt. Wenn der einmal drin ist, dann ist er drin. Und dann muss er nur noch seine Eier ablegen. Der ist vielleicht ein bisschen weniger aktiv, aber er ist trotzdem drin. Wir haben noch Zeit bis zu der Eierablage. Es wird ja auch wieder kalt. Es sind auch so Sachen. Wenn er einmal drinnen ist und bei so einem starken Befall, dann der Reifefraß findet trotzdem statt. Und vielleicht sehen wir sie nicht mehr, weil sie eben auf den Pflanzen schon drauf sind und nicht mehr auf der Gelbschale. Aber da müssen wir halt auf den Pflanzen schauen. Das ist häufig auch so eine Situation, dass ich auf der Pflanze mehr sehe als tatsächlich in der Gelbschale. Das ist eben, wenn wir schon später dran sind und der Zuflug schon längst stattgefunden hat. Das ist eben genau diese Situation. Und so ein bisschen der Vergleich zu den Glanzkäfern. Ein Glanzkäfer finde ich immer nicht so den schlimmen Schädling. Der ist also visuell ist es der schlimmere Schädling, aber vom Ertragsausfall definitiv nicht. Und häufig sehen wir halt dann eine Pflanze, die richtig voll ist. Das ist dann so diese Leuchtturmbonitur. Und dann sagen wir, jo, jetzt müssen wir sofort fahren. Am besten machen wir dann eine Linienbonitur, wo wir dann auf einen laufenden Meter mehrere Pflanzen anschauen und dann halt den Schnitt anschauen, wie viele sind da jetzt tatsächlich drauf. Und dann schaut das Ganze schon deutlich entspannter aus. Und da sind schon dann diese Punkte. Ja, einmal, wenn dann die Blüte durch ist, ist dann auch die Gefahr durch. Nein, da müssen wir auch noch schauen, sind vielleicht die Knospen daneben, also die Seitentriebe, sind die gerade noch im Knospenstadium? Oder ist tatsächlich der Anteil der Glanzkäfer, die dann schon in den offenen Blüten sich befindet, schon so groß, dass es die Gefahr durch ist? Aber allgemein finde ich, beim Glanzkäfer machen wir uns viel zu schnell verrückt. Und da komme ich dann wieder zurück, die Rüstler. Das sind dann eigentlich unsere größten Gegner. Und da ist dann auch der Schotenrüssler. Der Schotenrüssler, der häufig schon im Ende des Knospenstadiums dann zufliegt, ist einmal auch die Eintrittspforte oder macht eine Eintrittspforte für unsere Mücke, die wir eigentlich seit dem Wegfall des Thiaclopids nicht mehr sicher bekämpfen können. Wir wissen auch, dass wir allgemein gegen den Rüssler mit Pyrethroiden nicht mehr viel machen können. Und hier heißt es schon, wir müssen schauen, dass wir eben bis zur Blüte möglichst Druck rausnehmen. Und wirklich häufig, wenn wir uns zu sehr auf den Glanzkäfer fokussieren, vergessen wir, dass da auch der Rüssler drin ist. Also schauen Sie bitte, dann, wenn die ersten Knospen schon beginnen, gelb zu werden, da haben wir häufig auch schon unsere Rüssler da. Und dann setze ich meine Maßnahme nicht gegen den Glanzkäfer, sondern tatsächlich gegen den Rüssler. Dadurch verhindere ich auch automatisch den Mückenbefall auch. Okay, und nochmal vielleicht für die Zukunft, was können wir gegen den Erdfloh noch machen? Allgemein heißt es für mich, die Aussaat bei einer Region, wo ich starken Druck habe mit einem Erdfloh, dass ich schaue, dass ich eher früher sehe und dünner sehe. Visuell erstmal funktioniert das gar nicht. Also das im Kopf zu verdauen oder zu verarbeiten funktioniert nicht, weil wir sehen ja immer, dass der dann die Einzelpflanze total zerfetzt. Ja, das stimmt zu einem Teil, aber der große Schaden des Erdflohs ist ja nicht der Blattfraß, sondern effektiv ist es der Schaden durch die Eiablage. Und wenn ich eine kräftige Pflanze habe, dann kann diese kräftige Pflanze hat auch einen dickeren Blattstiel. Das heißt, die Larve, die dort drin ist, frisst auch dort länger und geht vielleicht nicht in den Rapsstängel hinein. Aber
Der nächste Vorteil ist, so eine große Pflanze kann vielleicht auch mehrere Larven somit auch aushalten und kann trotzdem noch gut kompensieren und kann dann auch noch im Frühjahr auch tatsächlich noch einen Ertrag bilden. Eine spätgesäte, dünne Pflanze, die ist schnell durch. Die hat ja kaum Reserven. Da frisst sich der Erdfloh durch und dann reichen auch nur ein, zwei Erdflohlarven. Vielleicht sind sie dann schön verteilt. Es sind weniger auf der Einzelpflanze, aber der Schaden ist größer. Deswegen ist besser früh und dann eher dünner und Einzelpflanzen betont zu sehen. Und konsequent handeln. Wir wissen, die Pyrethroide wirken nicht lange. Die sind durch die Photolyse, sind sie etwa in 3-4 Tagen sind sie durch. Und wenn wir so einen massiven Zuflug haben, wie auch in diesem Jahr, wissen wir, dass wir im Endeffekt alle 4-5 Tage müssen wir wieder mit der Spritze raus. Das ist, es gibt da auch, wir wissen, dass der Erdfloh auch mit der Pyrethroidresistenz zu tun hat, aber eine Resistenz, das heißt eine Super-Knockdown-Resistenz, die gibt es zumindest jetzt noch nicht. Und wir wissen, dass wir auch bei der Knockdown-Resistenz haben wir noch mit den hoch aufgeladenen Pyrethroiden haben wir auch noch eine sichere Wirkung. Es ist einfach, was dieses Jahr der Fall war, der Druck war massiv. Und da müssen wir einfach alle 4-5 Tage leider Gottes fahren. Das geht nicht anders, wenn wir den Raps da auch noch sicher ins Frühjahr bringen wollen. Also, dann gibt es noch eine weitere, dass wir auch unsere Pyrethroide möglichst sicher machen. Hier sind die CS-formulierten Pyrethroide sind von der Stabilität her besser. Und da lohnt es sich auch nicht, das Billigste vom Billigsten zu nehmen. Wichtig ist, dass wir dann vielleicht diesen 1 Euro mehr investieren, um dann auch hier noch das letzte bisschen an Wirkungssicherheit in Kombination mit Zitronensäure dann auch erreichen. Also so viel für die Zukunft, weil leider Gottes können wir jetzt gegen den Erdfloh nichts mehr machen. Vielleicht haben wir noch ein, zwei Punkte, wo der Erdfloh sich mal die Larve rausgeht und dann den Pyrethroidfilm aufnimmt, aber das ist eine absolute Glückssache. Und sowas, dass wir auf der rechten Seite einen Altraps haben und auf der linken Seite den frisch gesäten Raps haben, das darf halt in Zukunft auch nicht passieren. Denn dann passiert, dass der Reifefraß auf der rechten Seite stattfindet und die Erdflöhe einfach rüberhüpfen und ihre Eier einfach ablegen und gar nicht mehr ihre 10, 14 Tage Reifefraß haben, sondern direkt in die kleine Pflanze ihre Eier ablegen. Und dann können wir noch so schnell reagieren, da haben wir dann leider Gottes schon verloren. Also das müssen wir einfach verhindern und auf der rechten Seite möglichst den Acker auch schwarz halten und schauen, dass da im Keimblatt- oder Zweiblattstadium dann der Ausfallraps auch beseitigt wird. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt. Was können wir im Punkt der Nährstoffversorgung machen? Hier ist es so, dass wir auf der linken Seite, sieht man schön, einen Stickstoffmangel. Hier jetzt im Herbst können wir im Oktober, November, da können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen einfach vorher schon wissen, wie gut ist denn der Raps da versorgt. Können dann, wenn ich weiß, dass ich einen Boden habe, es war eine Rekordernte, das heißt, das Getreide davor hat sehr viel Stickstoff aufgenommen, da habe ich keinen Überhang, dann weiß ich schon mal, okay, da bleibt nicht mehr viel drin im Boden. Dann kann ich über eine geringere Pflanzenzahl noch reagieren, aber es gibt dann noch auf der rechten Seite die Situation, das ist ein richtig schön dunkler Boden und auf diesem dunklen Boden hat man dann plötzlich im Frühjahr, das war dann im Ende oder Mitte März, Ende März haben wir dann gesehen, dass die Knospen dann plötzlich gelb geworden sind, obwohl da nur -2 Grad waren. Ursache war hier, dass wir durch den hohen Humusgehalt Kupfer, schlechter verfügbar war und plötzlich unser Frostschutzmittel sozusagen in der Pflanze gefehlt hat und diese Knospen dann weggefroren sind, teilweise auch die einzelnen Pflanzen. Wenn ich das weiß, dann kann ich davor auch schon reagieren. Ich kann dann auch davor schon schauen, dass ich mit dem Kupfer dann über Blattdünger sowohl im Herbst als auch schon früh zu Vegetationsbeginn dann schon reagiere. Aber jetzt in so einer Situation, da weiß ich, hoher Humusgehalt, da muss ich vorher schon was machen, im Herbst. Ich kann mich auch noch ein bisschen versichern. Bei Bohr machen wir das da wissen wir schon, da kontrollieren wir auch immer schön. Dann so die klassischen Bohrsymptome, das sagen wir so, haben wir im Griff. Aber wir sehen trotzdem, da irgendwie geht uns manchmal was durch.
Und für mich heißt es dann einfach, die Pflanzenanalyse auch zu verwenden. Und wenn ich dann, sagen wir mal, im Frühjahr bin und da auch schon sehe, dass irgendwie die Nährstoffe nicht schnell genug aufgenommen werden, dann kann ich vielleicht auch über das Blatt ein paar Kilo Stickstoff pro Tag dann auch reinbekommen. Und das ist so die Situation der Pflanzenanalyse. Mit der Pflanzenanalyse sehe ich, wo ich ein Problem habe. Und ich rate Ihnen jetzt einfach im Herbst noch, also jetzt noch, eine Pflanzenanalyse ziehen, damit Sie sehen, wo sind Ihre Probleme. Und damit wir einfach wissen, wenn wir jetzt schon in einem Mangel sind, dass wir da auch rechtzeitig reagieren. Und schönes Beispiel für das klitzekleine Molybden: Wenn dieses Molybden fehlt, haben wir in einem Versuch dann gesehen, wo der, das ist jetzt vom Versuchsaufbau her, pH-Wert unter 6, 5,1, wirklich saurer Boden, da wissen wir schon mal aus der Literatur auch, dass dann bei sauren Bedingungen das Molybden schlechter verfügbar ist. So, dann haben wir die verschiedenen Düngermengen gedüngt, einmal 140 N mit Schwefel, ohne Schwefel und einmal 220 N mit Schwefel und ohne Schwefel. Und wie Sie sehen, einmal ohne Molybden, der rote Balken, sind wir irgendwo unter 30 Doppel, geben wir zweimal 100 Gramm Molybdat dazu, Natriummolybdat, plötzlich springt der Ertrag um fast eine halbe Tonne hoch. Und da jetzt einfach mal der Unterschied, ob ich da 140 oder 220 N gedüngt habe, die Effizienz von diesem Stickstoff ist einfach durch das fehlende Molybden total gehemmt. Und da kann ich nur sagen, kontrollieren Sie Ihre Bestände, wie sie von den Mikronährstoffen auch ausschaut, weil hier, das sind Investitionen vielleicht von ein paar Euro, 3-4 Euro, und wir haben einen Gewinn mit den jetzigen Preisen von 300 Euro. Also das rentiert sich schon, und auch seine Pflanzenanalyse tut nicht weh. Jetzt in dieser Situation, wenn ich da 40, 50 Euro ausgebe und eine Entscheidung für mehrere tausend Euro entscheide damit und mir ein bisschen Sicherheit reinbekomme, das rentiert sich. Und dann noch das Thema mit den Pflanzenzahlen. Ich habe ja erwähnt, wenn ich weniger Stickstoff zur Verfügung habe, kann ich mit einer geringeren Anzahl von Pflanzen noch meine Pflanze gut ernähren. Und da ist es so, wenn Sie sehen, im Zwölfblattstadium, wenn ich einen Wurzelhals von irgendwo 2 cm habe, mit 20 bis 30 Pflanzen, das ist der hellgrüne Balken, habe ich eine Aufnahme von etwa 80 N. Habe ich jetzt meine 40 bis 50 Pflanzen, habe ich eine Aufnahme von etwa 110 N. Habe ich noch Ausfallraps drin, ist plötzlich die Aufnahme irgendwo bei über 120 bis 140 N. Und das können halt nicht mehr alle Standorte hergeben. Und deswegen, wenn ich weiß, ich bin auf dem Sand und möchte trotzdem früh sehen, möchte meinen Raps auch sicher durch den Herbst bringen, ohne dass er hungert, ohne dass ich Knospen verliere, muss ich einfach die Pflanzenzahl runterfahren, muss dann auf die Verteilung auch drauf achten. Die starke Einzelpflanze mit einer starken Wurzel, das ist dann eigentlich das Essentielle, womit wir dann auch noch ja, viel gewinnen können. Und das wäre jetzt auch schon so die Zusammenfassung von dem Ganzen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Korndichten auch sicherstellen, denn das war ein Grund, der uns in dieser Saison auch so wehgetan hat, dass unsere Korndichten waren geringer und auch noch das TKG wurde am Ende reduziert durch die plötzliche Hitze. Und der Erdfloh im Herbst, ja, das müssen wir jetzt einfach allgemein in der Fruchtfolge auch schauen mit den Nachbarschlägen und so weiter, dass wir hier auch konsequent mit unseren Maßnahmen fahren, dass wir diesen auch verhindern können. Kohltriebrüssler oder generell die Rüssler, wir sehen, dass wir dieses Jahr auch einen starken Zuflug hatten. Hier einfach frühzeitig reagieren und nicht sagen, ach Mensch, da ist es ja kalt geworden, da habe ich dann wieder Zeit. Sondern wirklich dann dranbleiben und wenn ich einen massiven Zuflug habe, dann auch, wenn es warm geworden ist, fahren und nicht dann erstmal eine Woche warten und ja, dann ist es ja wieder kalt geworden und dann noch eine Woche warten, denn bis dahin haben die dann auch ihre Eier abgelegt. Sprich, nochmal, da die Gelbschalen an die richtigen Stellen setzen, die im Frühjahr, wenn Sie jetzt auch Stickstoff vielleicht nicht alles eingekauft haben, dann wirklich schauen, dass der Raps, der anfangs viel Stickstoff benötigt, dann dort ihren vorhandenen Stickstoff einteilen und dann eher, also zu Raps, zu Gerste,
die auf jeden Fall andüngen und dann mit dem Weizen können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber der Raps, der darf dann auch nicht weiter hungern, vor allem wenn es schon so ein hungernder Raps war. Und zu guter Letzt nutzen Sie auch die Gelegenheit mit den Pflanzenanalysen, finde ich eine super ja, und auch im Endeffekt eine billige Lösung, um ein bisschen mehr Sicherheit in unseren Entscheidungen zu bekommen. Vielen Dank. Ja, Ferenc, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich glaube, es kommt schön raus, dass es wie immer auf die Details ankommt und vor allem aufs genau hinschauen und zum richtigen Punkt, zum richtigen Zeitpunkt genau hinschauen. Ja. Ich habe ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen. Die erste hast du jetzt am Schluss so ein bisschen beantwortet, und zwar ging es da wieder um so ein Leitthema Dünger, Düngerverfügbarkeit. Da war die Frage, welche Kulturen priorisieren. Da habe ich rausgehört, klar, den Raps ja nicht hungern lassen. Da schließt sich vielleicht so ein bisschen die zweite Frage an, wie komme ich auf eine vernünftige Höhe Startgabe, um nicht drüber hinauszuschießen, aber auch nicht drunter zu bleiben unter dem Minimum-Level, um einen Raps im Frühjahr wieder loszubekommen ins Wachstumrennen. Da würde ich sagen, wenn ich schon einen Raps habe, der jetzt aktuell anfängt lila zu werden und die ältesten Blätter auch schon gelb geworden sind, dann weiß ich, hier hat eine Stickstoffumlagerung schon stattgefunden. Den können wir eigentlich da je nach Standort unsere hohe Menge geben. Da sprechen wir dann gleich von 100 N. Die müssen einfach gleich drauf, damit er auch nicht weiter hungert. Denn wenn das auch noch früh gesät worden ist, dann wird er jetzt gerade auch gefördert. Der ist schon im 12er Stadium, möchte nach oben. Der braucht im Endeffekt gefühlt schon im Januar seinen Stickstoff, damit er nicht weiter Knospen reduziert. Wenn Sie jetzt auf einem Standort sind, wo der Raps nicht gehungert hat und der wirklich schön die alten Blätter auch noch da sind, keine lila Verfärbung, keine gelbe Verfärbung da ist, dann können wir, dann müssen wir sozusagen die erste N-Gabe nur für die Regeneration, dass er mal aufwacht, dass er sozusagen nicht anfängt zu reduzieren. Da reichen dann auch unsere 50 bis 60 Kilo N aus. Also so würde ich einfach unterscheiden, wird es jetzt schon lila, dann auf jeden Fall hinknallen, so ungefähr. Und ist es jetzt noch alles entspannt, dann weiß ich, die Stickstoffversorgung ist gut. Ich habe noch ausreichend im System, da kann ich mir noch ein bisschen sparen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir bekommen im Winter, wir bekommen vielleicht auch Frost, haben einen Blattverlust im Raps. Wann kann ich damit rechnen, dass die Nährstoffe, die in den Blättern, vor allem der Stickstoff, der in den Blättern steckt, mir wieder zur Verfügung steht nächstes Jahr? Dieser Stickstoff, der, also ist allgemein dann durch das Gewebe, was da abgestorben ist, das ist dann relativ leicht wieder verfügbar, aber für die erste Gabe können wir ihn noch nicht anrechnen, sondern das ist dann erst für die zweite Gabe, das heißt, dann sind wir Richtung Ende März, Anfang April, dass wir dann das dann dort anrechnen können. Also das beeinflusst jetzt nicht unsere erste Gabe, sondern eher dann unsere zweite Gabe, dass wir dort ein bisschen weniger dann geben könnten. Wir haben eine Frage bekommen, Aussaat, du hast ja gesprochen über das Thema Aussaat, Raps, Erdfloh und Co. Und uns hat die Frage aus Frankreich sozusagen erreicht, und zwar wird dort ja relativ viel Raps in Mischung mit Ackerbohne ausgesät, um die Idee zu haben, irgendwo Ablenkung zu generieren. Wie würdest du das einschätzen, dieses System? Wie sind da deine Erfahrungen? Wir haben selber dazu auch einen Versuch gemacht. Wir haben das sowohl letztes Jahr als auch in diesem Jahr beobachtet. Was wir sehen, da tut sich was. Also grundsätzlich, da haben wir durch die Ackerbohnen oder durch die Leguminosen, die wir da mit anbauen, haben wir eine Anreicherung von dem Stickstoff. Aber das ist nicht der sozusagen produziert wird und der dann gleich abgegeben wird, sondern das ist ja erstmal das, was die Pflanze, die Leguminose selber für sich aufnimmt. Das heißt, den Stickstoff, den wir gewinnen, das ist erst, wenn die Leguminose abgestorben ist, dann sozusagen abgebaut wird und dann zur Verfügung steht. Also eher zu einem späteren Termin. Da ist die Frage, kommt es noch rechtzeitig, kann der Raps es verwenden? Und von der Ablenkfütterung, also bei dem starken Druck, den wir dieses Jahr hatten, und das war auf unserem Versuchsgut in Sachsen-Anhalt leider der Fall, massiver Zuflug und leider Gottes, da haben wir am Ende keinen Unterschied gesehen. Der Versuch wurde umgebrochen zwischen Kontrolle mit Leguminosen, ohne Leguminosen, je nachdem welche Beizen haben wir auch verschiedene drin gehabt. Am Ende war alles hin. Also ich glaube, ja, es ist so ein bisschen, bringt es vielleicht was, aber wenn wir wirklich einen starken Druck haben, da
kommen wir auch mit der Maßnahme packen nicht mehr komplett durch. Genau. Kann man das ungefähr beziffern, was man von so einer gut entwickelten Ackerbohne dann am Ende Stickstoff erwarten kann im System? Gibt es da Zahlen dazu? Da würde ich mich jetzt, da würde ich mir schwer tun, da eine Zahl zu sagen. Okay. Also vielleicht, dass wir irgendwie diese 50, 60 Kilo da rausbekommen würden, aber dann eher zu einem späten Zeitpunkt. Mhm. Es ist ja, die Frage ist, wie viel Zeit hatte er davor? Also konnte die Ackerbohne, die erreichen ja irgendwo zur Blüte ihre Höchstleistung an Stickstoffbindung. Und wenn ich eine Frühsaat habe, dann ist vielleicht mehr, dann kann es deutlich mehr sein. Aber wenn es dann Spätsaat ist, dann ist es vielleicht sogar weit unter diesem Bereich. Und die Frage ist wirklich, kommt dieser Stickstoff dann auch noch zur Geltung? Also auf dem Standort, wo wir von Haus aus auch ausreichend Stickstoff im Boden haben, haben wir jetzt in den Ergebnissen eigentlich nichts gesehen, dass es jetzt wirklich was bringen würde. Mhm. Auf dem Sand muss man sich nochmal überlegen, da kann gut sein, dass diese auch 20, 30 N uns vielleicht noch was bringen. Mhm. Aber am Ende, die zwei Pflanzen konkurrieren ja auch miteinander um Standraum. Genau, das wäre mir die nächste Frage gewesen, genau Konkurrenz. Gibt es die Gefahr, dass die Ackerbohne den Raps in die Höhe treibt, in die Länge treibt vor dem Winter? Grundsätzlich ja. Also wir kennen es ja schon auch, wenn der Raps sich gegenseitig die Blätter berühren, dann weiß er, oh, da ist jemand, da ist ein Nachbar. Und dann drängt es ihn schon nach oben. Und das ist genauso auch mit Altraps, das ist mit Unkräutern. Das ist am Ende konkurriert er um sowohl einmal im Boden um Platz und auch oben um Licht auch. Und wenn er spürt, dass da ist ein Nachbar, dann drängt es ihn schon hoch. Mhm. Aber da können wir ja schon grundsätzlich dagegen wirken. Also mit einem Wachstumsregler, wenn ich das weiß, dann muss ich halt ihn einsetzen. Und dann ist halt auch noch die Frage, in was für ein System mache ich das? Mache ich das mit einer Einzelkorn auf breiteren Reihenweite und dann vielleicht dazwischen das? Oder setze ich die tatsächlich alle in die ein und dieselbe Reihe? Da ist natürlich deutlich schlimmer. Da kann man auch vielleicht ein bisschen was Feinheiten machen. Mhm. Okay. Noch eine weitere Frage zum Thema Saatzeitpunkt. Du hast ja gesagt, deine Tendenz ist lieber früh und dünn, als dann spät und dick sehen. Jetzt müsste man natürlich das Früh vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Was ist in deiner Vorstellung früh? Vielleicht, dass wir so ein bisschen einordnen, sagen, lass uns mal ein bisschen südlichen Termin finden, in der Mitte und im Norden einen Termin. Ich glaube, das wäre gut. Ich kann es vielleicht noch einfacher machen über die Temperatursumme. Ja. Früh bedeutet für mich, dass ich dann am Ende meine 900 Grad Tage erreiche. Das ist dann sozusagen das, wo ich dann das 12-Blatt-Stadium zu Vegetationsschluss erreichend habe. Und das ist je nachdem, wenn ich im Süden bin, im wärmeren Klima, dann ist früh vielleicht der 25. August. Und wenn ich da irgendwo im Norden bin, dann muss ich dann noch früher auf den 15. August gehen. Aber wirklich, man muss schauen, habe ich dieses Problem oder nicht? Also wir sehen es dieses Jahr auch, dass dass dort, wo ich das letzte Jahr schon Probleme hatte mit dem Erdfloh, da habe ich dieses Jahr auch das Problem. Mhm. Wenn ich letztes Jahr schon kein Problem hatte, dieses Jahr kein Problem hatte, dann kann ich auch sagen, ich muss nicht unbedingt früh sehen. Dann kann ich ganz normal angepasst für eine Bestandesentwicklung, der nicht zu üppig ist, dann meinen Raps sehen. Und das gilt jetzt explizit, wenn ich dieses Problem habe. Also wenn ich jetzt weiß, dass im nächsten Jahr der Nachbarschlag von dem jetzigen Erdfloh-befallenen Schlag dann hinkommt, dann wäre das die Strategie. Okay. Ja, es klingt so ein bisschen angelehnt an die Frage, die wir jetzt kurzfristig bekommen haben, ob eine enge Rapsfruchtfolge am Betrieb in dem Jahr besonders negativ sich auswirkt? Definitiv. Also wenn ich die Stoppelbonituren danach der Ernte mir angeschaut habe, dieses Kompensationsvermögen von der Korndichte, das TKG, weil nicht überall hat man wirklich diese 35, 36 Grad, die dann uns total das eingeschnürt haben, sondern teilweise war es ein bisschen kühler auch, aber ich habe einfach die Last an bodenbürtigen Pilzen. Also da ist Verticillium drin, hatte ich ganz viel, Sklerotinia hatte ich auch drin und dann halt so diese Latenten, so ein bisschen Kolonie schleicht sich auch schon im Norden komplett durch und kommt immer südlicher. Und ich habe dieses Jahr wirklich erschreckend viel Verticillium auch gesehen. Und wenn es da nicht passt, dann ist es immer so eine kleine Einschnürung von unten.
was sich erst am Ende dann bemerkbar macht. Mhm. Und das ist tatsächlich nur am TKG. Und dass wir am Ende einen Korn von 4,5 Gramm oder 5,5 Gramm bekommen, das kann tatsächlich diese Krankheit dann ausmachen. Und das ist dann mit der Korndichte von 100.000, ist es am Ende eine Tonne. Genau, ist ein Riesenhebel am Ende des 1.000 Korngewichts. Ja, genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar ging es nochmal um Sortenmischungen. Wir sehen ja, dass Kunden immer wieder anfangen, verschiedene Sorten zu mischen, um zum Beispiel unterschiedliche Blühzeitpunkte zu bekommen. Wie würdest du das Thema einschätzen? Ist da was dran oder ist das was, was man grundsätzlich eher lassen sollte? Da tue ich mir schwer. Ich kenne es auch vom Körnermais. Nach den katastrophalen Jahren 2012, 2013 im osteuropäischen Raum, wo wir die Hitze 40 Grad in die Blüte hatten und wo unsere Pollen dann einfach eingetrocknet sind, dann haben sie auch gesagt, ja, Mischungen waren besser. Aber am Ende, ich möchte ja eine Sorte haben, auf die ich meine gesamte Produktionstechnik drauf einstelle. Und das ist dann am Ende, so wie ich jetzt plötzlich 5 Wochen Blühzeit hatte, wetterbedingt, kann sein, dass ich dann sortenbedingt dann diese Blühzeit habe. Dann habe ich ein erhöhtes Risiko gegen Sclerotinia. Es gibt so Situationen und Jahre, da war es genau das Richtige. Das war so ein Lucky Punch, aber im Endeffekt für mich als wirklich Strategie, die ich mir ausdenke, die ich aufbaue und dann durch das ganze Jahr durchführe, ist es nichts, weil da möchte ich wirklich auch wissen, was habe ich, was mache ich, wann mache ich, warum mache ich. Mhm, genau. Um Termine zu treffen, um Maßnahmen optimal abzustimmen. Genau. Ja, ich denke, die Diskussion zeigt, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und wir stehen ja da letztendlich eingangs Winter natürlich auch wieder mit ein paar Entscheidungen dann an, beziehungsweise dann auch im Frühjahr, wenn wir rausgehen auf die Flächen, die ersten Maßnahmen terminieren. Ich denke, war nochmal ein sehr, sehr guter Überblick dazu. Ferenc, vielen Dank an der Stelle und vielen Dank an euch, an das Publikum für die interessanten Fragen.